So, danke, es geht mir schon viel besser und damit willkommen wir zurück zu Let's Play Yoshi's Crafted World. Ich habe gerade gesehen, mein Mikro hat einen kurzen Aussetzer. So, Entschuldigung dafür. Also, wir begeben uns hier zu den Tropis- und Heiß-Kalt-Inseln. Naja, auf denen es offensichtlich Tropis und Kalt ist. Und da werden wir unseren Urlaub jetzt genießen. Wobei, ob das jetzt so Urlaub ist, das wird sich noch herausstellen. Weil hier sind Gegner und alles. Aber egal, schauen wir uns doch mal um. Bombenahoi. Damit geht's jetzt los. Let's go. Schauen wir doch mal, was uns hier erwarten wird. Ich bin gespannt. Wenn das denn mal lädt. Yay. Oh, da sind Affen. Ah, da laust sich doch der Affe hier. Ich glaube, wir müssen diesen Affe da treffen. Irgendwo gibt es die erste Blume. Ich glaube, das ist irgendwas hier oben. Ah, achso, die haben wir schon gehört, dann passt, ja. Wettner muss den Affe irgendwie... Scheiße. Wettner muss diesen Affe irgendwie auch... Irgendwas hat diese Affe auf sich. Das spürst. Ich weiß zwar noch nicht was, aber... Irgendwas... Irgendwie, da wird noch was kommen hier. Seitens des Affens, da bin ich mir... Out. Diese Affen sind böse. Oh, eine ist erstmal gleich in Abgrund rein. Oh mein Gott, man kann die armen Affen essen. Und dann ins Meer werfen. Und dann weiß es aber Zeit. Das ist ja voll nett, wie wir hier so durch die Gegend fahren. Ah lol, das ist hier so Kanonen werfen. Das ist ja lustig. Aber genug hier mit den Kanonen rumgespielt. Das sind das nicht das kleine Spielzeuge, ne? Sagen es zumindest mal. Also gehen wir hier hin. Hippel die Hip. Hallo. Das will ich aber. Ah, das ist doch ein Out. Richtig schön tropisch. Tropisch warm hier. Also, vom Feeling her. Wisst ihr, was ich meine? So. Nope. Schön, dass du die Grenzeblumen bewachst, aber die ist meine. Und zwar nur meine. Hallo, ich hab halt in die Richtung von dem Typen gezeigt. Aber okay. Einfach eine Grinseblume. Warte, irgendwo geht es noch weiter. Oder irgendwas habe ich hier übersehen. Habe ich doch gesagt. Und. Et voilà, kommen wir hier mit noch ein bisschen Umwegen. Aber immerhin kommen wir zur Grinseblume. Yay! Yeah. So, dann tun wir das fertig Ding hier noch weg, vermöbeln. Out. Ja Leute, ihr habt schon gesehen, neues Let's Play Projekt hat bereits gestartet. Wenn ihr das Video seht, genau, ich habe gerade überlegt, doch, aber hat schon. Nämlich Mario. Aua. Mario und Sonic, nicht gar nicht wahr. Team Sonic Racing heißt das gute Spiel. Es war gerade irgendwo anders.
Und das wird bis zu dem Zeitpunkt schon gestartet sein, wenn ihr das seht. Der erste Part. Wie immer bei einem relativ neu releaseden Projekt, das ist vor einer Woche oder so rausgekommen. Zwei Parte pro. Aua! Ey, jetzt nervt's mich hier. Wie immer. Zwei. Ich dachte, die wird irgendwie so hochgehen. So, was ich sagen wollte, immer bei einem neuen Release-Projekt kommt, dass zwei Partner pro Tag. Express Team Sonic Racing kommt ab das immer um 12 und 18. Ganz klar, 12 und 20 Uhr. 15 Uhr weiter noch Kräfte wollten. 18 Uhr weiterhin als Premiere. Dingsbums. Out. Wisst ihr alle, was mit Dingsbums meinen, ne? Jetzt müssen wir hier Teile suchen, oder wie? Geht der Gesuch wieder los. Tun wir uns live um 18 Uhr. Und ich wurde öfters schon. Upsalade, öfters schon gefragt, hier. Wie ich das zu handhaben werde. Bezüglich. Aua! Ich werde das Projekt nicht live streamen. Also, es gibt auch einen Online-Modus bei Team Sonic Racing. Die werde ich aber nicht wirklich spielen. Ich werde mal zeigen in einem Part, weil ich spiele das Spiel nämlich auf der Xbox. Hallo. Ich will jetzt nicht. Hallo? Ich sehe doch Y. Ja, da rein, danke. So, jetzt hat hier. Eieiei, hier. Das ist ja kompliziert. Überfordernd. Ich bleib jetzt alle hier. Alles bleibt jetzt hier stehen, wo es ist. So, auf jeden Fall kommt das ist Crafted World. Dann um 15 Uhr weiterhin und eben Team Sonic Racing um 12 und um 20 Uhr. Wie gesagt, zweimal am Tag. Runde habe ich das schon bereits genannt. Was hat denn der kleine fette Zeiger hier? Jetzt haue ich das meiner an. Gut, tun wir das auch noch zurück. Jetzt hätte noch eine Sache, dann haben wir alle gefunden. Ist das nicht schön? Ich gehe doch nochmal den Weg hier. Und glaube nämlich, dass wir irgendwie hier müssen. Wenn es so witzig, wie man so einen Zaum davon essen kann, sozusagen. Das ist witzig und irgendwie auch komisch, rechtstreckig, unregent. Yay, weitere 3 Münzen gefunden, die ich auch alle gerne einsammle. So habe ich sie immerhin schon mal 15 von 20. Was ja gar nicht mal so ganz lässt ist, ne? So, dann packen wir das alles hinein in unser schönes Bootchen. Und dann kann die Fahrt weitergehen, ne? Yay. So, hallo, es will hier rauf. Ah. Muss man nur zwei gleichzeitig machen. Ja, man muss das andere Boot hier gespielt runterbekommen. Da habe ich mich, weil sie wir dürfen halt nicht dran verrecken. Einfach ein Dauerslife hier spammen. Nach dem Motto, irgendwann verreckt alles. Yeah, da haben wir auch die. Oh mein Gott, wir haben hier alle Grenzeblumen. Und hier wir are am Hafen. Und haben das Level beendet und haben hier alle Grenzeblumen eingesammelt.
Yay! Das haben wir doch gut gemacht. Da freuen wir uns doch, ja. Ba, ba, ba. Bomben, ahoy, aber richtig. Yay, alle Grenzeblumen. Tu noch eine zusätzliches. Dafür uns leider 3 Lebendinger und oh mein Gott, und 3. Hier waren wir erstmal wirklich gut. Haben wir gut gemacht. Bin ich doch sehr zufrieden mit. Ganz klar. So, Slitterparty-Insel. Was das ist, schauen wir uns auch noch an dem Part hier an. Einen setzen wir nämlich noch drauf, weil hier, klar, 11 Minuten haben wir jetzt schon. Aber ich will, dass der Party noch ein bisschen länger geht. I mean, why not, ne? So, Slitterparty-Insel. Let's go. Oh, also hier ist dann das genaue Gegenstück, nämlich die Kälte. Auch gut. Lol. Da kann man so gegenseitig. Also das ist jetzt hier Schnee und kalt. Das ist auch, ist nett gemacht. Ich bin dann aber doch eher der Sommerfan, wie auch im, kann man hier nicht? Oh mein Gott, man kann runterschubsen. Wie auch im Sommer bin ich eher so der Fan von, ja, vom Sommer bin ich einfach der Fan von der Wärme. So, ich mag Kälte nicht so. Also es ist, ein ganz geil, ein paar Tage hier. Winter sind nett, wenn man dann gemütlich vorm Ofen sitzt. Ist nett. So, dann bis an die Eisfall als Bumsdinger von Donkey Kong. Wie gesagt, ein paar Tage sind nett, dann wird es aber irgendwann nervig. Wenn's, warte, hier gibt's irgendwas hier links. Genau, wenn's hier irgendwie. Ah, aber jetzt haben wir die Münze irgendwie bekommen, wie wir das jetzt gemacht haben. Weiß nicht, ob das so absichtlich war, dass man das gibt. Ich hab keine Ahnung. Ist ein Saunett gemacht hier alles, gar keine Frage. Leute, haben sogar den Outzange noch rausgesaft. Oh mein Gott, sind wir Skill, Leute. Alter, das ist voll dies gemacht hier und da sollten wir, glaube ich, nicht ran, oder? Oh nein. Komm, komm hoch. Merci beaucoup. Brauchen nämlich das Ding, glaube ich, jetzt. Genau, wir müssen nämlich jetzt hier reinschieben. Dann müssen wir auch noch drauf. Dann aufpassen, dass wir irgendwie nicht runterfallen. Das ist ja lustig. Okay, da kann man, glaube ich, nicht runterfallen, wenn man nicht allzu viel verkehrt macht. Da tust du das mal relativ harmlos einstufen. Mal aufpassen, dass man nicht von Fiss überrollt wird, aber ich glaube, das bekommen wir hin. Irgendwo gibt es auch nicht noch so eine Blume. Aber das ist keine Ahnung. Ich glaube doch dieser. Da drin ist doch irgendwas. Out. War! Was ist denn das für eine Scheiße? Ob wir sowas zurückversetzt werden, ey. Nee, das ist unnötig. Okay, das ist jetzt erst ein bisschen blöd und da frage ich mich auch nur, wieso wir jetzt so weit da zurückversetzt werden. Ich weiß es nicht.
Die ist nämlich meiner Meinung nach nämlich doch ein bisschen sehr weit und ein bisschen sehr skurril. Komisch und unlogisch und das war... Aua! Komm, Yoshi! So. Was machen wir? Ohne ins Wasser zu plumpsen. Ah, da ist so ein Beispiel. Das kommen wir mit den... Ah, mit dem Wasserstrahl kommen wir dann hoch. Ah ja. Al Capito. Das ist well, sehr interessant. So, komm, du gehst mal hier weg. Die kann man nicht richtig so ins Wasser transportieren, dann verrecken die armen Dinger. Naja, aber es ist vielleicht auch Schicksal. Gut, hier muss einmal aufpassen, ob von den Dingern hier nichts wegvermöbelt wird. Aber dies ist eigentlich weitestgehend machbar. Poppt es und hier haben wir. Yay, haben wir die Grenzblume auch bekommen hier. Langsam wird sie erst hier. Und die fallen auch irgendwie erst viel langsamer runter, wie noch bei Donkey Kong zum Beispiel. Also es läuft doch alles hier. So, du kommst hier mir mal weg. Das war dumm. Aber wo soll es jetzt hier weitergehen? Das wissen auch nur die Engel, ne? Oben! Ja, woher soll ich das denn riechen, ne? Nintendo, woher soll ich das riechen? Wetten, hier hinten gibt's da irgendwo... Ja, hier wäre wieder ein schöner Ort für so eine Grinseblume gewesen. Aber nope, hier ist leider keine. Man kann ja auch nicht alles überall haben, ne? So. Oh, wir haben volles Leben gerade. Das behalten wir bitte auch bis ins Ziel. Danke. Zumindest hier einmal. Okay, das war auch nicht so krass, hardcore schwer. Krass schwer vor allem. Der ist stolz. Und damit gehen wir hier jetzt mit allen Grenzeblumen ins Ziel. Und freuen uns diesbezüglich auch. Yay, weil wir cool sind und was drauf haben. Dass wir so heile ins Ziel gekommen sind. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 von 8 Grenzeblumen bekommen haben. Okay, auf die roten Münzen haben wir nicht so krass viele. Da habe ich jetzt aber auch nicht so krass drauf jetzt geachtet. Ne, deshalb ich das jetzt halt so. Hashtag vor allem diese Begründung. Deshalb ist das jetzt halt so. Aber so ist es halt, ne? Ja, egal. However, im nächsten Part geht es weiter, liebe Leute. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Zuschauen von dem Part von Yoshi's Crafted World. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und ciao.